Hallo und herzlich willkommen bei Antworten aus der Bibel. 500 Jahre ist es her, da hat Martin Luther mit einem lauten Knall die Reformation eingeläutet. Diese Reformation hat etwas ans Licht gebracht, das für viele Jahrhunderte verschüttet und verborgen war. 4 Punkte, die für dein Leben matchentscheidend sind. Ein Code, der dir die Türe in den Himmel öffnen kann. 4-mal sagt dieser Code alleine durch. Im letzten Video erklärte ich dir den ersten Punkt, alleine durch die Bibel. Heute kommen wir zum zweiten, sola fide, was so viel heißt wie alleine durch Glauben. Echter Glaube an Gott und an das, was sein Sohn Jesus Christus für dich tat, das ist die Grundvoraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Das apostolische Glaubensbekenntnis, welches auf der ganzen Welt gebetet wird, das sagt: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herrn. Du musst wissen, dass in uns Menschen drin ein Kampf tobt. Und zwar ein Kampf zwischen unserem Verstand und unserem Herzen. Unser Verstand, der will kluge Argumente, Beweise und rationale Erklärungen. Er könnte sich höchstens mit einem Gott abfinden, den er ganz erfassen und in eine Box reinpressen kann. Doch das ist völlig unmöglich. Im Vergleich zu Gott ist der Mensch wie eine Ameise, die keinen Plan davon hat, dass es mehr gibt als die nächsten 20 Meter. Eine Ameise, die sich nicht vorstellen kann, wie groß Europa oder geschweige denn die ganze Welt ist. Um Gott zu erfassen, braucht es Glauben in deinem Herzen. Wer zu Gott kommen will, der muss daran glauben, dass es ihn gibt und dass er die Welt geschaffen hat, dass er es gut mit uns Menschen meint. Glauben bedeutet, dass man auf etwas hofft und ganz fest darauf vertraut, dass es auch passiert. Glaube bedeutet, dass man Sachen einfach weiß, obwohl man sie eben nicht beweisen kann. Und je nachdem, auf welche Seite du hörst, auf dein Herz oder auf deinen Verstand, wird dieser Kampf in dir drin ausgehen. Jemand sagte einmal, 30 cm entscheiden für dich über Leben und Tod. Das ist die Distanz zwischen deinem Kopf und deinem Herzen. Es gibt in den Kommentaren meiner Facebook-Seite immer wieder Menschen, die schreiben, die Bibel ist ein Märchenbuch, Gott eine Einbildung, eine Erfindung der Menschen. Das sind die Menschen, die nicht glauben. Die sagen, ich verlasse mich voll auf meinen Verstand, auf meine eigene Weisheit. Und das ist ja auch okay. Ich meine, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber warum ärgern sich dann so viele Menschen, wenn ich ihnen von Jesus erzähle und lassen ihren Frust auf meiner Seite auf teilweise beleidigende Art und Weise freien Lauf? Weil es sie tief in ihrem Herzen drin trifft. Weißt du, der Mensch, der wurde dazu geschaffen, eine persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Und solange du nicht in dieser Beziehung drin stehst, wird deine Seele auf der Suche sein. Du wirst dieses Verlangen, diese Sehnsucht nicht los. Wenn dir dann jemand erzählt, dass du durch deine Sünden von Gott getrennt bist, dann sagt dein Verstand, völliger Blödsinn. Aber dein Herz weiß es eigentlich. Und das löst dann diese teilweise aggressive Reaktion aus. Wenn jemand sagt, er glaube an das Spaghetti-Monster und alle sollten auch an das Spaghetti-Monster glauben, weil sie sonst in die Spaghetti-Hölle kommen, dann löst das bei dir doch höchstens ein amüsiertes Lächeln aus. Aber es lässt dich kalt. Wenn jemand aber sagt, er glaube an Jesus und du solltest auch an Jesus glauben, weil du sonst die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen wirst, dann macht das irgendetwas ganz Komisches in dir, oder? In der Bibel steht etwas sehr Spannendes zu diesem Kampf zwischen unserem Verstand und dem Glauben. Da steht, denn obwohl sich Gottes Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Welt erkennt Gott mit ihrer Weisheit nicht. Es ist unmöglich, dass du Gott erkennst, wenn du das mit deinem Verstand versuchst. Sola fide, das bedeutet, dass du einzig und alleine in den Himmel kommen kannst, indem du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und indem du das für dich in Anspruch nimmst. In der Bibel lesen wir, du wirst vor Gott für gerecht erklärt, wenn du mit deinem Herzen glaubst. Und du wirst gerettet werden, wenn du deinen Glauben mit deinem Mund bekennst. Jeder, der Gott vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Und das gilt für alle Menschen, ob du Hindu, Muslim, Christ oder Anhänger des Spaghetti-Monsters bist. Das spielt absolut keine Rolle. Jesus rettet jeden, der ihn im Glauben anruft. Jetzt einfach noch, damit du mich nicht missverstehst. Glaube ist nicht etwas, das du erzwingen kannst. Ich kenne Menschen, die sagen, ich würde so gerne glauben wie du, aber ich glaube einfach nicht.
Glaube ist tatsächlich etwas, das Gott uns in seiner Gnade schenkt. Aber doch können wir anfangen, nach diesem echten Glauben zu suchen. In der Bibel lesen wir, dass Glauben durch das Hören des Evangeliums entsteht. Du kannst anfangen, hinzuhören, in der Bibel zu lesen. Auf meiner Webseite gabrielhessler.com findest du viele Videos, die dir helfen können, den Glauben in deinem Herzen zu wecken. Aber auf jeden Fall möchte ich dich ermutigen, fange an, auf dein Herz zu hören und verlasse dich nicht auf dein rationales Denken, wenn es darum geht, Gott zu erkennen. Das war's für heute von Antworten aus der Bibel. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann mit den nächsten der 4 Codes von Martin Luther. Danke fürs Liken, fürs Teilen und für dein engagiertes Mitdiskutieren auf Facebook. Bye.